Rutsche auf der Eisbahn. Biberberg Bob. Let's go. An einigen Stellen herrscht extreme Rutschgefahr. Sieh am besten zuerst im Schornstein nach dem Rechten. Du bist nämlich der Weihnachtsmann. Also. Sieht man doch. Guck mal da oben. Ich muss hier rein. Du musst in den Schornstein. Ja. Dö, 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 dö. Das ist ein Schild. Ich hab nichts mit Schildern. Ein ausweichendes Schild. Herzlich willkommen auf der Schlitterbahn. Drücke den Analogsignal nach vorne, um zu beschleunigen, und nach hinten, um zu bremsen. Ist hier oben noch was? Doch nicht. Aufgabe ist ankommen. Ankommen. Hm? Ist das schwierig? Die ist schon ein bisschen schwieriger als die andere, ja. Ich will da mal runter gucken. Ja, mach das. Wie? C hoch. Los geht's. Hey! Jaut ab, jaut ab. Oh, oh. Erkannt? Hättest du reinfallen können. Nee, habe ich nicht erkannt. Die Münzen haben alle so da reingezeigt. Da hättest du durch die Wand hättest du durchfallen können. Aber muss man nicht. Ach du Scheiße. Warum? Läuft doch. So, dann bist du schon. Achso, noch einmal kurz ein bisschen schwierig. Schon bist du da. Ja, nein. So, ich bin unten angekommen. Ja, guck mal, ob hier nicht irgendwo was ist. Hoch. Da. Wie soll ich denn da hinkommen? Wandsprung. Oder so. Wo will ich denn hier einen Wandsprung? Ja, so zur Seite und dann da hoch. Nur ein bisschen näher hüpfen. Uff. Wandsprung geht nicht. Wo soll ich denn da hin? Ja. Ja, dann muss man da vielleicht mit dem anderen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn es ein erster Sprung einer wäre, so ein Seitwärtssalto. Oder so erst läufst, umdrehst und dann rausspringst. Oder du gehst einfach raus. Ja, aber was ist das? Ja, entweder ist da oben ein Leben oder auch ein Stern. Aber ich würde eher auf ein Leben tippen. Weil ich meine, den Stern für das Rutschen kriegst du jetzt, wenn du rausgehst. Da. Da ist jemand. Hat mal gemacht. Ganz ruhig mit dem reden. Hey Kleiner, hast du mein Baby gesehen? Es ist das schönste und süßste Baby der ganzen Welt. Vor kurzem war es noch bei mir. Aber ich habe keine Ahnung, wohin es sich verdrückt hat. Und wenn ich doch nur wüsste, wo ich die Suche beginnen soll. Oh, was für eine fürchterliche Tragödie. Hilf dir jetzt gleich. Ich muss eins nach dem anderen. Erstmal rutschen. Dann Baby suchen. Rutsche auf der Eisbahn. Geschafft. Und schon leben. Wunderbar. Um die 100 Münzen zu kriegen, muss ich wahrscheinlich dann nochmal runterrutschen, ne? Mhm. Finde das Pinguin-Baby. Ja, mach ich. Da oben. Meinst du, das ist eins? Es ist auf jeden Fall ein Pinguin-Baby. Ja, vielleicht ist das ja auch mal ein ausgewachsenes. Ein Pinguin. B. B. Und wo muss ich jetzt hin? Sie schreit. Ja, zur Mama. Ja, aber wo ist die Mama? Ja, ich weiß gar nicht, ob du mit dem rutschen kannst. Versuch mal, wenn du in die Rutsche reingehst, ob es dann noch dabei ist oder ob es dann weg ist. Jetzt hast du es reingeschmissen, glaube ich. Baby? Mhm. Baby? So ist es weg.
Hey, hallo Mario. Sieht so aus, als wolltest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen sollten. Nein. Doch, genau so siehst du aus. Und ich sage, na klar. Es ist zwar noch niemand gelungen, mich, den Schlitterkönig aller Klassen, zu besiegen. Aber du kannst ja mal versuchen. Wie steht's? Na klar. Wo du schon mal da bist. So, schnell daher. Schnell. Jetzt ist er vorbeigefahren. Du kannst ja jetzt gleich mal da, wo die Münzen sind, abstürzen. Okay, ich glaube, das war's. Puff. Mama mia. Und wieder rein. Du, heißt nicht da mit dem Baby rein. Nicht da mit dem Baby. Okay. Blöd. Dann den normalen Weg. Wenn das normale... So da links runter, glaube ich. Und jetzt? Ja, ruhig einfach, bis du da unten erstmal auf dem Weg ankommst. Am besten irgendwo, wo Zaun ist. Genau. Okay. Rest rutschen einfach rückwärts. Ne, andere Richtung. Der Schneemann ist... Ach, der Schneemann. Ja, jetzt habe ich da die Kugel gesehen und eben direkt schon an den Schneemann gedacht. Die Mutter ist da irgendwo rechts über die Schlucht drüber. Muss man gucken, da fährt irgendwo, fährt da einen, so ein Sessellift. Tut er mir was? Ja. Guck mal, kannst du da runter? Dreh die Kamera mal ein bisschen. Ist da Weg oder ist da Absturz? Drehen, wäre so links, rechts oder so. Ne, das sieht mehr nach Absturz aus. Dann über die Brücke. Ich scheine ja unter denen durchzukommen. Ja. Siehst du, da unten musst du sie hin. Siehst du das da unten? Uff. Aber dann gehe ich doch jetzt falsch, oder nicht? Nee, geh mal weiter da. Ich glaube, da geht es auch runter. Das ist ja sehr gut abgetimt auf jeden Fall. Ich, Bibi! 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 Ne, da, wo das Wasser ist, da ist die Mama drin. Ah, da über drüber, da ist auch noch eins. Hm. Und viele Babys. So, jetzt rutscht mein Rest einfach. Ist das böse? Hm. Du bist gleich tot, ne? Baby! Eine Münze wäre jetzt mal nicht schlecht. Oder einfach zu Mama. Babytransport. Das ist doch... Mensch, Mario, du hast mein Baby gefunden. Ja. Wie kann ich dir dafür danken? Mit dem Stern. Oh, ich weiß. Ich fand neulich diesen Stern hier. Nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Ja, richtig so. Aber wenn du dem das andere Baby gebracht hättest, hättest du gesagt, das ist doch nicht mein Baby, das sieht man doch. Here we go! Läuft. Ein Stern nach dem anderen hier. Schnurrbart gerade gerückt. Und weiter geht's. Besiege den schnellen Pinguin. Könnte der nur sein. Will er aber vielleicht nicht? Warum nicht? War doch eigentlich ganz gut. Wäre es an der einen Stelle nicht so verrückt gehüpft? Fahr da einfach weiter geradeaus. Hallo Mario, willst du ein Wettrennen? Na klar. Und schnell der. Der fährt einfach schon los, der Drecksack. Und das sieht so aus, als müsste man nicht springen. Ja, da kann man ja auch springen, muss man aber nicht. So, und jetzt gleich da in die Wand. Da in die Wand. Oh, oh Gott. Da, toller Dreck. Ja, da wo die Münzen sind. Ja! Wie ja. Bis jetzt 3 Meter davor gegen jemand gefahren und 3 Meter dahinter. Und dann war Mama Mia. Mama Mia. Ich stirb hier noch. Ach Quatsch. Du musst noch 13 leben. Komm hier. Gibt's da was?
Warte, was? Da gibt's eine Münze. Also. Ist das jetzt nicht verstanden, oder was? Nee, es war sehr leise und sehr nuschelig. Nee, du Blöder. So, jetzt aber mal anstrengen. Ist das der Papa? Man weiß es nicht. Und das ist einfach nur irgendein Dummer. Das ist der schnellste Pinguin der Welt. Du legst immer ein bisschen sehr weit nach rechts. Okay, lass dich nicht abbringen. Das ist da, wo die ganzen Münzen sind. Da rein. Genau. Und Gas, Gas, Gas. Das ist hier eine Röhre. Kann ja nichts passieren. Mit Vollgas fahren. Da wäre ein Leben gewesen. Hm? Muss ich jetzt nach unten? Ja. Noch raus? Zählst du halt schon an? Und ich weiß nicht, ob du schon als angekommen zählst. Das war es auf jeden Fall nicht. Vielleicht darf man auch nicht abkürzen. Ne, rein kannst du nicht, hat nämlich keinen Knauf außen. Dann geh mal nach rechts. Und dann da über die Brücke, die man da sieht. Nein. Die Brücke. Und dann gehst du ans Ende von der Brücke. Und bleibst da stehen. Ein Stück. Ans Ende. Und jetzt bist du wieder oben. Das hätten wir auch mit dem Baby-Pinguin machen können, aber das wäre zu einfach gewesen. Boah! Ist mir gerade eingefallen. Ja, ja, ist klar. Das kann sein, dass du dann nämlich noch runter musst und einmal über die Ziellinie drüber laufen, damit du auch angekommen bist. Oder du gerade nur mit dem... Oh Gott! Du hättest mit dem reden müssen. Bevor du rausrennst. Aber es sind natürlich auch die Münzen nicht mehr da, ne? Hier so. Okay, dann fahren wir weiter. Einfach weiterfahren. Nichts anmerken lassen. Bis noch. Oh Mann, du. Ich will was anderes machen. Geht nicht. Doch, ich kann die roten Münzen sammeln. Ja, aber das ist ja einfach. Oh Mann, no. Komm, einfach so verrissen. Wieder die Abkürzung fahren. Und dann zurück zu der Ziellinie laufen. Na klar? Verstanden? Ja. Okay. Kant auf der Kant haben. Ja, wie soll ich denn da? Ich mach doch schon so. Wie soll ich da anders fahren? Alles gut. Ich mag so Sachen auf Zeit nicht. Ist nicht auf Zeit. Ist auf Rennen. Läuft keine Zeit. Jetzt einfach Gas. Und wenn du unten bist, läufst du schnell zurück zur Linie, einfach nur drüber laufen oder so. Wo sind die? Ja, die Mutter müsste da sein. Ja, dann warte jetzt mal eben auf den. Bis er fertig ist mit. Er ist ja jetzt, hat sich jetzt ja doll den Kopf gestoßen. Sitze, Mario. Du versuchst doch nicht etwa, mich zu betrügen? Abkürzung ist nicht erlaubt. Du bist disqualifiziert. Achso. Toll. Okay. Du bist disqualifiziert. Ach. Warum bietet der mir das denn jetzt nicht nochmal an? Weil der das erst macht, wenn du wieder oben bist. Ach. Was wird denn hier geknurrt? Ja, jetzt habe ich das Dritte hier endlich geschafft.
Na, ist auch kacke. Ja, das wusste ich nicht, dass man den nicht austricksen darf. Mhm. Wie, letzte Sprosse ist es. Wir sind sammeln halt Münzen. Oder einfach nochmal. Bis es klappt. Man sieht so schlecht, ne, wenn er genau hinter einem ist. Willst du? Nein. Ich mag doch nicht dein Spiel. Sonst nimm ein anderes Gemälde. Mach's ja später. Oh, du bist jetzt sehr ehrgeizig und schaffst das einfach. Aber ohne Hauen. Wen? Mich. Einfach nicht ablenken lassen. Jetzt muss ich gleich nur noch über die Mitte da fahren. Da siehst du. Geschafft. Dicko. Nicht den hauen. Doch. Gut, du hast gesagt, ohne hauen. Du hast mich geschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schlittermeister, den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht überreichen, aber nimm diesen Powerstern. Du hast ihn verdient. Hat du auch, ne? Ja. Boah. So, ich würde aber jetzt eigentlich lieber Münzen sammeln. Ja, aber lieber nicht. Ja, toll. Die sind ja alle da, die Münzen. Du kannst ja auch dann, nimmst du einfach den Modus ohne Pinguin und kannst in Ruhe die Rutsche rutschen. Und die einsammeln. Oder wenn du rote Münzen machst, fährst du am Ende noch eine Rutsche. Oder so. Eine Tier. Oh, oh, oh. Wenn er so rutscht, kannst du einfach A drücken, dann hört er auf. Oder versucht es zumindest. Hüpft er immer hoch. Dann kannst du dich ein bisschen bremsen. Und hier rutscht er jetzt auch los. Ah. Oh. Wo ist er? Da ist ein Winter. Abgeschmiert. Was denn? Ich mag kein Eis. Hm. Wohl. Gestern noch eins gegessen. Keine Eiswelten. Das ist ja rutschig. Da irgendwas? Richtig. Dann geht er einfach ein Stück weiter runter und hüpft dann hoch. Das ist jetzt zu steil, glaube ich.
Oder guck von hier. Jetzt hättest du gucken können. Will ich ja nicht. Warum nicht? Weil ich dann wieder runterfall. Eben ist runtergefallen, als du nicht gerutscht bist. Ich kenne den Baumbacken.